dann zum Co-Trainer geworden? Ist dann der Sascha gekommen, ist der Ecke gekommen, hat gesagt, Lemmy, ja. Wie sieht's aus? Ja, genau so. Zwei Sätze. Zwei Sätze. Draußen vor der Geschäftsstelle. Lemmy, du hast ja mitgekriegt, ne? Ich sag, was habe ich mitgekriegt? Ja, so, ja, jetzt mit Fuhrt und ne, wir werden uns trennen und ich sag, ich habe nichts mitgekriegt. Sag, woher auch? Ich sag, ich weiß ja nicht, was ihr zwei da hinten im Büro auch macht. Ne, hört sich jetzt lustig an, aber so, genau so war es. Ne? Und da sagt er, naja, wir waren auch am Montag schon bei Helge gewesen, haben mit dem gesprochen, ob er sich das überhaupt vorstellen kann, ne? Weil als Sportdirektor hat er ja nun mal jetzt da fast zwei Funktionen, was bestimmt auch nicht einfach ist. Und der einfach nur sagte, wir sehen dich eigentlich da bei der Mannschaft. Hast du Lust? Was soll ich da sagen? Ja. Genau. Ja, ich war selber überrascht, definitiv. Aber war total witzig eigentlich auch. Aber ich bin dann rumgelaufen, habe ich gedacht, hat der mich jetzt wirklich gefragt? Ich konnte es eigentlich so gar nicht so nachvollziehen, ne? Weil zu der Zeit kannte mich von den Jungs ja eigentlich auch keiner. Ne? Und jetzt schon nach zwei Wochen haben wir eigentlich doch ein sehr gutes Verhältnis. Dankeschön. Ein wunderschönes. Sascha, Mobi, wir begrüßen euch. Diese PK wusste ich gar nicht. Ihr wart zufälligerweise Thema gewesen. Das ist richtig, wir sind von dir rein. So muss das sein. Kann ich nur sagen, das bringt was. Ab wenn es weitergeht. Ja. Ja, jetzt müssen wir nochmal neu ansetzen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, bei den Jungs, ob die mich kennen oder auch nicht. Genau. Aber wie gesagt, das ist auch eine Frage, die kann ich, die habe ich denen noch nicht gestellt, will ich auch gar nicht stellen. Ich erzähle dann halt nur, ne, ich war mal hier und so kann es werden. So kann es wieder werden, weil ich ja nun auch das ganze Aachener Umfeld kenne. Und ich glaube, dass wir, wenn wir so eine Euphorie in den nächsten Wochen auch wieder spiegeln auf dem Platz, dann schwingt das auch wieder über in Verkäufe von Karten und die Lust auch wieder auf Alemannia. Ne? Wir wissen, 10 Jahre ist eine lange Zeit. Wir haben damals auch sehr, sehr viele Fans verloren, ne? Ja. Bis wir dann halt letzten Endes diese Serie starteten. Ne? Und auf einmal hat es so 3, 5, 7, 12, 15, 21. Ja, das, und dann ist das Selbstläufer. Ne? Ja, dann. Definitiv. Jetzt bist du ja auch im Social Media unterwegs. Ja. Da hast du sicherlich auch gelesen, dass so einige Fans, also wir reden jetzt von wo du Co-Trainer geworden bist, da gesagt haben, Lemmy Co-Trainer, der hat da gar keine Trainerlizenz. Der hat mich in der Tat auch einer privat angeschrieben, dem habe ich das aber genauso erklärt wie jetzt auch oder wie gestern auch hier vom WDR. Ich sehe mich wirklich nicht als Trainer. Ja? Ich bin Mitglied als Co-Trainer, ich habe keine Lizenz, ich habe keinen Trainerschein gemacht, weil damals meine letzten 2 Jahre als Spieler mich, ja, wie soll ich sagen, so geprägt haben, ist auch so ein Spruch, den ich den Jungs mitteile, weil wir wollen auch, ähnlich wie Werner Fuchs, alle in einem Boot haben und nicht ignoriert werden. Und ich war damals trotz mit 35, 36 unter den Top 3 von den fittesten Spielern mit Laktatwerten weit über der 4, aber man ist halt einfach ignoriert worden. Ich hatte nachher nur noch der Holzspäne im Arsch, vom Bank hin und her rutschen. Ich konnte trainieren, ich konnte laufen, egal was auch immer. Wenn du ignoriert wirst, das ist die härteste Strafe, die es gibt. Und das wollen wir tunlichst hier vermeiden. Und ich glaube, da bin ich jetzt auch wieder so derjenige, der Fußballer, der einfach nur an der Seite von den Jungs steht und ja, vielleicht den auch in irgendeiner Form ein bisschen die Anspannung wegnimmt oder die Angst, nicht die Anspannung, die Angst wegnimmt. Motivationstrainer. Ja, so kann man das vielleicht ausdrücken, ja. Also ich habe keine Lizenz, null und nothing. Will ich auch nicht, tue ich auch nicht. Wollte ich gerne fragen. Nein, würde mich absolut nicht mehr reizen, weil wir reden ja jetzt nun auch von einer Zeit, 19 Jahre, ja, bin ich aktuell weg von dem Verein. Gefühlt seit 15 Jahren in etwa habe ich mich überhaupt gar nicht mehr für Fußball interessiert, so großartig. Ne? Ich wusste, klar, Alemannia hat gespielt, aber das war's auch. Ne? Keine Bundesliga, ich habe kein Sky oder sonst irgendwas, auch nicht in der Sportsbar oder auch zu Hause. Mich hat es einfach nicht mehr interessiert. Ne? Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt erstmal einen Break. Ja, und er hat bis in der Tat letztes Jahr Rückrunde angedauert, bis Didi Löbers kam und sagte,
schwing jetzt deinen Arsch hier zu uns, ansonsten kriegst du Probleme mit mir. Ja, und das habe ich dann gemacht. Das soll man vermeiden. Ja. Nein, und ich bin ihm da auch sehr dankbar drüber. Also definitiv. Sind die Stolberer Jungs sowieso, ne? Jetzt nicht falsch verstehen, andere auch, aber das ist halt nun mal der Fanclub, dem ich, wie gesagt, seit 20 Jahren mehr oder weniger auch treu bin. Hab jetzt einen neuen mit dazu gekriegt, auch in der Pinte mit den Black Eagles, wenn ich das ja auch noch verzeichnen kann. Und wenn ich jetzt ein klein bisschen Werbung machen darf. Ja, wir haben auch eine Sportsbar in Kohlscheid und vielleicht kann das ja auch mal so ein kleiner Treffpunkt sein, sonntags vorm Spiel oder samstags vorm Spiel, ein bisschen was warm zu laufen. Ich werde dich da auch mal besuchen. Ja. Ich muss ja auch gestehen, also da muss ich mich auch schämen, ich war auch noch nie bei dir gewesen. Ne? Ja, weil ich Social Media, wie du schon sagtest, eigentlich mache ich das erst ja schon, also seit ich mit den Kindern unterwegs war. Ne? Seitdem, ich kenne mich mit Facebook eigentlich ja nicht aus. Ich kann jetzt mittlerweile ein bisschen was posten, ja, so und mehr und nicht. Ich hatte Facebook damals vor 12 Jahren machen lassen von einem, ich sage, richte mir das mal ein, Lemmy Sportsbar, ne, wenn mal eine Veranstaltung ist oder halt, ne, dass ich da mal dann was schreiben kann. Am Anfang haben das sogar noch andere gemacht. Ich sage, will ich nicht, brauche ich nicht. Ne? Selbst bei Instagram, da bin ich ja, glaube ich, auch in irgendeiner Funktion. Ich habe da keinen Plan von. Ich weiß auch, ich glaube, bei Instagram habe ich ja noch nie was gepostet. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann kommt dann meine Älteste mit 14, die dann sagt, Mensch, Papa, da kannst du doch jetzt eine Story machen. Guck doch, ich sage, was für eine Story? Sag, mach du mal. Also alles ziemlich easy und locker. Ja, aber nochmal ein riesen Dankeschön an Didi und der SDJ. Ja, doch, die haben mit in Verbindung mit Sascha und Mobi ja doch mal wieder so ein Pochen oder Leben eingehaucht. Ja, das ist doch schön. Also wie gesagt, ich finde das so wunderbar, dass so ehemalige wieder hier gern gesehen sind, ob sie so funktioniert sind oder nicht. Ich hatte ja auch gehört, dass oben dieser Stammtisch wieder gibt. Ja, oder? Auch mal eingestellt worden, gegeben. Genau. Und das ist mir unerklärlich, also wie man das hat abschaffen können. Ne? Da bin ich, glaube ich, jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, eben 2003 hast du deine Karriere beendet dann, ne? Weil du auch sagtest, du hattest Holzsplitter im Ja gut, ich war noch 1,5 Jahre dann in der Oberliga in Freialdenhofen, da habe ich ja noch gespielt. Genau. Da war wieder Winnie Hannes auch Trainer, also der mich quasi zu den Wurzeln geholt hat, der war dann noch in Freialdenhofen. 1,5 Jahre, glaube ich, habe ich dann noch gemacht und dann kam mir ja die mit der Sporthalle, die habe ich dann mit einem Kumpel aufgemacht, dann hier und da, ne, mal in Pannesheim in den Dorfverein so ein bisschen was geholfen und auch noch mitgespielt, selber noch. Und nachher dann aber gedacht, so weißt du, ich mit meinem Alter, ne, so 39, 40, man wurde ja immer älter, ne? Ich bin der Erste am Treffpunkt gewesen, wo sind die anderen? Ja, und dann kommen die, boah, ich bin heute Morgen im Starfish eingeschlafen, 6 Uhr. Ja, und dann verlierst du 7-1, da habe ich gesagt, wisst ihr was, Jungs, bis hierhin und kein Schritt weiter. Ja? Und dann habe ich mich dann halt komplett rausgezogen. Ne? Vor Corona nochmal hier unten beim ESV. Mal kurz was ausgeholfen, mal habe ich mal mittwochs mit denen noch eine Zusatzeinheit gemacht, ne? So ein bisschen Koordination, Laufschule, weil, ne? Kreisliga D, ja, die stehen ja dann an der Theke, sind die alle geschmeidig, ne? Auf dem Platz sieht das dann doch eher anders aus. Und ich habe selber sehr spät erst gelernt, wenn du weißt, was du mit deinem Körper eigentlich anstellen kannst, also Koordination richtig zu laufen und frei zu sein, dehnen und so weiter und so fort, dann bist du locker 15% leistungsfähiger. Und das wollte ich denen also einmal eine Woche mitmachen. Aber wie gesagt, ne, wenn man freitags dann wieder saufen geht und samstags auch, dann ist das eigentlich alles für die Mülltonne. Ne? Das funktioniert doch auch nicht. Nein. Nee. Wie war denn die Zeit dann nach deiner Karriere dann, also wo du mit Fußball aufgehört hast? Ach ja, das habe ich gemacht. Wie gesagt, von 2005 bis 2000. Fällt man dann in so ein Loch rein oder hast du schon Zeit gehabt, ich werde das und das machen? Ah, das Loch hatte ich gewiss schon nach 2003, weil man mir ja quasi mein Leben genommen hat. noch nicht mal in irgendeiner Funktion. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, damals an Präsidenten Horst Heinrichs. Da waren wir auf FH, ist er? Nee, TH? Da war er noch beschäftigt, auf der TH, glaube ich, war es. Und dann hat er mich zu sich berufen für ein Gespräch.
an seiner Haltung, und wir sehen uns heute noch, wir schätzen uns heute noch, also, aber an seiner damaligen Haltung wusste ich, dass er wahrscheinlich von anderer Stelle schon den Auftrag hatte, macht ihm wahrscheinlich so ein mieses Angebot, dass er sowieso sagt, Dankeschön. Ja, und so war es dann auch. Ne? Also wir haben, wie gesagt, zweite Liga, da war ich dabei, Geschichtsbücher hin oder her, Jahrhundertelf auch drin. Und man hat mir dann einen Job für 1500 Euro brutto angeboten. Und wenn ich dann Lust hätte, könnte ich ja noch ein bisschen mal in der zweiten spielen. So, jetzt mal salopp gesagt. Ne? Und da war für mich schon Tiefpunkt. Ne? Höhepunkt kam aber dann wieder, also wieder selbst aufgerappelt, 2005 bis 2009 die Sporthalle. Habe mich da mit dem Interimspräsidenten Maino Hein, der hatte damals die Halle gekauft aus einer Insolvenzmasse heraus, hat uns kennengelernt, meine Familie kennengelernt, meine Mutter, mein Vater und so fort. Er hat gesagt, hier muss was entstehen. Ne? Da sehe ich Herzblut, ähnlich, ne, wie bei Alemannia. Und ja, Ende vom Lied war, wir haben uns getrennt, weil er vielleicht auch andere Ideen hatte oder sich von seinem ehemaligen Koch, den er mal irgendwo gekannt hatte, sich ja doch ein bisschen hat anders verhalten. Dann gab es auf einmal eine Lederecke, der wollte keine Fritten und Hamburger mehr machen, was ja eher was für Fußballer ist, mal so ein schneller Snack, eine schöne Ecke dort machen und Pangasius-Filet oder Steaks oder weiß ich was da hinzimmern, während pro Stunde locker 100 Leute verschwitzt durch die Gastronomie liefen und schon von Weitem schon Bier oder Weizen bestellt haben. Ne? Also wer setzt sich dann freiwillig dahin und will essen? Ne? Und das hat so ein bisschen kaputt gemacht zwischen uns. Ich habe immer noch große Hochachtung auch von Maino. Ganz plump gesagt, wer so viel Asche hat, aber im Sommer noch mit die Gastronomie putzt, wollte ich dann sagen, ey, pass auf, die Putzfirma sparen wir uns jetzt für die 2 Monate. Ne? Wir haben 40 Grad, wer kommt in der Halle spielen? Ein paar Verrückte gab es immer, ne? Aber ja, der kam auch mit zum Putzen. Ne? Also muss man schon sagen. Also, aber das war auch wieder so ein Traum. Ich hatte 2 Fußballschulen gehabt mit 2 Kindern, mit dem Kai-Uwe Kallenbach zusammen. Und ja, als das dann auch zu Ende ging, dann bin ich immer mal wieder in ein Loch gefallen. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich so wirklich da raus bin. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich wollte gerade sagen, also, wenn, dann ist auf einem sehr guten Weg, würde ich mal sagen. Ne? Aber jetzt hast du ja noch deine Sportfrau ja so, wo du ja gesagt hattest, ja, vielleicht kann das ja wieder so ein Treffpunkt werden. Die war auch noch zur Zweitliga-Zeit sehr stark besucht, speziell dann, wenn Alemannia Auswärtsfahrten hatte. Ne? Da hatten wir, Sky auch. Da kam das aber für die Gastronomie, ich glaube, 280 netto im Monat. Und irgendwann 2 Jahre später wollten die 800 haben. Da habe ich gesagt, so viel Bier kannst du ja gar nicht verkaufen, ne? Für die 5 Leute. Aber da hatten wir beim Auswärtsspiel auch die Hütte voll, in der Tat. Ja, sehr schön. Helge Hohl, wie ist er so als Trainer? Wie hast du ihn so kennengelernt? Also ich bin so, wie ich bin, ja, und so schätzt Helge mich ja auch. Und als ich die 6 Wochen halt da im Büro gesessen habe, wir haben echt viel miteinander geflaxt auch, weil das ist echt ein absoluter Spaßvogel. Das sieht man ihm vielleicht nicht an. Aber Spaßvogel, ja, schon. Wir nehmen mal so Bier ernst. Nein, wir haben morgens um 9 hieß es schon, Lemmy, wo gehen wir heute essen oder was bestellen wir heute? Weißt du so, ne? Erstmal fingen wir schon an um 9 Uhr. Wir waren um 1 aber immer noch dran. Wo essen wir, was machen wir? Ne? Und eigentlich war er ziemlich lustig und flachsig. Erst als ich dann so die erste Ansprache, Trainerwechsel jetzt hier, ne, Interimscoach, das mitgekriegt habe, da habe ich dann nur gesessen so, ach ja, das ist doch nicht der gleiche Typ, der da mit mir da im Büro gesessen hat. Das war wirklich so. Also ich schätze ihn A, fachlich sowieso und B, im privaten Bereich, glaube ich, ist das auch eine Kanone. Absolut, also Hut ab. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ja, ich hatte ja mit ihm auch vor einigen jetzt schon Monaten ein Interview gemacht. Oder Mikrofon nicht einmal. Hat dann nicht funktioniert und seitdem versuche ich ja wieder ein Interview mit ihm zu machen. Ja. Und dann waren wir soweit, dann kam der Trainerwechsel und dann habe ich dann gemeint, ich glaube, wir verschieben das nochmal. Ja, jetzt wollte ich dann das machen als Sportdirektor, also Trainer. Ja. Jetzt muss ich gucken, wie ich das Manager unter einem Hut bekomme. Ja. Und ob wir uns überhaupt nochmal sehen. Ja, bestimmt. Natürlich. Der Helge ist auch, wie gesagt, der ist ja keiner, der sich vor irgendwas scheut oder das nicht macht. Ne? Also damals, wo ich ihn auch interviewt habe, also das war auch ein super Interview und also ich weiß dann bis heute noch im Hintern, dass das technisch so nicht gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen.
das war auch mein absolutes Fiasko. Aber gut. Passiert. Passiert, ne? Ja. Deswegen, wir sind alles nur Menschen und nicht so eine Maschine, die auch schon mal ausfallen kann. Genau. Willst du noch mal gucken gehen, ob das Ding noch an ist? Ja, ich gucke immer abends immer mal drauf, wenn ich mal reingucke. Muss ich mal gucken, läuft das noch? Ja. In der Traditionself hast du auch gespielt? Das war ursprünglich sogar der erste Kontakt durch Erwin Palm, der gesagt hat, Lemmy, hast du nicht Bock, ne, nochmal? Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich habe momentan echt familiäre Probleme. Ich habe jetzt im August die Scheidung hinter mir und da ist so viel gelaufen. Das hat mich erstmal komplett runtergezogen. Zweitens mache ich seit 5 Jahren sportlich gar nichts. Ne? Es war jetzt angedacht, dass wenn man sowieso am Tivoli arbeitet, kann man ja vielleicht auch die ein oder andere Stunde mal Sport machen. Ne? Kraftraum ist ja da, man hat genug Auslauf hier und das war so jetzt so mein Plan auch für die nächste Zeit und habe denen auch versprochen, ab nächstes Jahr will ich auf jeden Fall dabei sein. Und das war so, wie gesagt, der Erstkontakt Richtung Alemannia. Ja. Dann kam Didi und dann kam Sascha und Mogi. Ja. Und jetzt sitzen wir zwei. Und schon. Ne? Bist du gefangen? Wir sitzen wir hier. Ja. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen? Oder würdest du noch was anders machen? Nein. Nicht? Nein. Es bringt nichts. Klar, in dem Geschäft, glaube ich, ist das gang und gäbe, dass man sich auch ein bisschen verbiegen muss und vielleicht auch ein kleiner Popokriecher sein muss. Bei bestimmten Stellen ist nicht meine Art. Ne? Und wenn ich damals im Interview immer gefragt wurde, wer ist denn so dein Vorbild, ne? Ob das jetzt Kinderinterviews waren oder Fernseh oder sonst irgendwas, die waren immer baff, als ich gesagt habe, meine Mutter. Guckten die immer so, wieso? Er sagt, meine Mutter ist mein Vorbild. Ich sag, die ist offen, die ist ehrlich, die ist pünktlich, fleißig und. Sag ich, genau so bin ich auch. Und deswegen haben wir ja alles richtig gemacht. Aber in dem Geschäft in der Tat, ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre, mich so zu verbiegen, in Anführungszeichen, dass es Sinn macht, da generell weiterzumachen. Finde ich auch gut, wenn man sich nicht verbiegt. Jetzt haben wir ja gestern gesehen bei Cyclos Wunderbare Welt des Fußballs, dass die am Samstag auch zu Gast waren bei uns und die haben dich auch ein bisschen begleitet. Sind die auf dich zugekommen oder wie ist das gelaufen? Nö, das habe ich quasi auch einen Tag vorher erfahren. Zuerst sagte der Helge noch vorm Spiel, sagte, morgen wirst du da begleitet. Ne? Ich sage, wer wird begleitet, womit? Ja, vom WDR, die war das Gespräch beendet, weil er kam dann direkt der Nächste ins Büro. Dann kam, wer hat es mir noch gesagt? Noch einer, ich glaube Sascha sogar. Und dann auf einmal die Megan, Lemmy, du weißt ja, ne, morgen kommt Julius und mit Kamerateam und ich sage, wie bitte? Sag ich, will nicht im Mittelpunkt stehen, ich habe mich früher schon erfolgreich gedrückt bei den meisten Interviews. Naja, Ende vom Lied war, es war total witzig, auch die drei, die waren schon ganz gut drauf und es war ja jetzt nicht anstrengend. Klar, man hat irgendwie immer diese Kamera da im Blick gehabt, aber die habe ich nachher ad acta gelegt, weil das Spiel ja doch sehr, sehr spannend war auch, ne, und ging ja mehr oder weniger auch in eine Richtung, bis mal vielleicht so die letzten Viertelstunde gegebenenfalls die mit ein paar Standards auftauchten, ne? 2, 3, 4 Ecken hintereinander plus 2, 3 Freistöße, aber ansonsten haben wir ja auch nichts zugelassen. Und von daher, ja, ich bin dann nachher, glaube ich, auch abgehauen nach einem Schlusspfiff runter und ich habe gar nicht gemerkt, dass die hinter mir her sind, ja, dass sie nicht runtergefallen sind. Ja, und dann halt abklatscht und habe dann auch bei dem Interview gesehen, dass, wo ich dann den Mauser im Arm hatte und habe gesagt, siehst du, ich habe es dir gesagt, für einen bist du heute gut. Ja. Zack, ja, das habe ich dem auch vor dem Spiel gesagt. Das war ja neben dir ja auch so ein älterer Mann. ich fand das köstlich. Ich weiß nicht, es spiegelt so den typischen Öscher-Fan wieder. Ne? Also der Mann, der liebt mich auch abgöttisch. Also ich weiß nicht, was ich dem getan habe. Ich meine, ich kenne den hier nun auch jetzt. Ne? Wir stehen ja auch in der Regel immer zusammen oder beziehungsweise jetzt ja, als Trainerteam versuche ich ja immer irgendwo erstmal alleine zu stehen, um zu gucken, ob Vorgabe von Helge und Gabi dann auch das alles so passt. Sollte es mal nicht passen oder man Schwierigkeiten hat, dass du mal runtergehen kannst. Ne? Und nicht, dass dich da jeder quasi zutextet und du nichts mehr von dem Spiel mitkriegst. Ne? Aber ja, der ist ganz weit vorne. Nee, fand ich herrlich. Aber der ist auch so, das ist das Emotionen live, ja, und sowas liebe ich hier auch, ne? Ich war ja im Familienblock gewesen und da war auch ein älterer Herr gewesen, der saß dann vor mir und wo der Mauser die erste Chance
versammelt hatte, hat er dann mal gesagt, da kannst du auch den Kreisliga-Spieler hinstellen. Und dann nach dem Tor, ne, hättest du mal gucken müssen, wie der da am Springen war. Da hat gesagt, ja, das ist typisch Öscher Fan. Ja, gut, wir wissen, dass wir ja nun, das ist ja nicht erst seit gestern so, dass wir 10.000 Trainer immer im Stadion haben. Viele vielleicht auch selber, und das ist ja auch nicht böse gemeint, eventuell noch nie gegen den Ball getreten, ne? Immer nur geguckt. Ist schon nicht einfach an so einem Tag. Also das muss man dabei sagen. Also ich als Spieler, gut, ich hatte früher auch, ich will jetzt nicht sagen Scheuklappen an, aber ich habe versucht, hörst du das eigentlich, wenn da 20.000 Lämmermann singen? Ne? Ich sage, wenn Spielunterbrechung, ich sage vielleicht ja, ich sage so, höre ich, keine Ahnung. Nur wie in so einem Tunnel. Ne? Für mich gab es da nur die Murmel und darunter muss er das Eck hier irgendwie. Ja. Und klar, ne, nachher, wenn man draußen sitzt, speziell letztes Spiel dann gegen St. Pauli zu Hause, was die da schon aufgefahren haben an der Choreo, ne, so über die komplette Tribüne, mein Konterfei. Und also das hat ja, glaube ich, vor mir oder auch nach mir, ich glaube, keiner mehr erlebt. Ne? Und da kann man schon stolz drauf sein. Deswegen bin ich auch stolz, wieder hier zu sein. Und für mich gebe mit Sicherheit auch mein Bestes dazu. Kurze Frage noch, war der Ball drin, war der nicht drin? Also laut Sport TV ja. Ich habe es von oben auch so gesehen. Nur der Blickwinkel, ne, der stand ja nun so auf der Linie. Aber ich meine, das Bein, das war schon dahinter. Ich habe das auch direkt angeguckt. Ne? Ich habe gesagt, der war drin. Der war drin. Aber nichtsdestotrotz, der Schiri hat nicht gepfiffen. Ja. Da sind wir wieder. War sowieso alles kurios, was hier momentan auch gegen uns unterwegs ist. Bei dem uns alles schicken an Schiedsrichter, das ist ja auch nicht mehr normal. Ne? Also es gab zwei, drei, auch bei uns auf der Seite direkt, identische Situationen. Ein Freistoß für die wird gepfiffen, für uns nicht. Oder weggeschubst worden ist oder so, was man eindeutig sieht. Ne? Bei uns wird es weitergelaufen. Der Dimi kriegt zweite Halbzeit die gelbe Karte. Und vorher hat er den schon gewürgt und gebracht. Ja, und der lässt weiterlaufen. Ja? Und erst als er sich losreißt, kriegt er die gelbe Karte. Also, naja. Zwei Sachen habe ich noch. Weißt du eigentlich, oder warum hast du so einen Kultstatus? Du sagtest, das Konterfei von der Choreo mit deinem Bild und so, aber woher kommt dieser Kultstatus? Vielleicht, weil die Leute merken, dass ich meine Mutter als Vorbild habe, also zumindest mit diesen Funktionen und wahrscheinlich auch immer alles gegeben habe. Ich weiß nicht, bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, aber ich habe damals, die Story kann ich vielleicht noch erzählen, Winnie Hannes war noch Trainer, ja, war er noch. Da haben wir gegen FC Homburg hier zu Hause das Pokalspiel gehabt, haben wir 2-1 verloren. Wir waren 1-0 zurück und ich kurfte den Torwart aus. Da habe ich gedacht, schiebst du den jetzt mit links vom spitzen Winkel rein oder legst du ihn dir auf rechts? Dann habe ich ihn mir auf rechts gelegt, geschossen und der Ball wurde noch von der Linie weggekratzt. Ne? Das Spiel haben wir 2-1 verloren, ab in die Katakomben. Lemmy, du Arschloch, Drecksköllner, hau ab, geh da hin, wo du herkommst und so weiter. Ne? Und das hat mich schon getroffen als Typ. Ne? Und ich bin dann auch, ich würde schon sagen, ein bisschen weinend nach Hause gefahren, hatte schon ein paar Tränchen gehabt. Aber die Nacht war rum, da habe ich gesagt, euch werde ich es zeigen. Großkotzig, wie ich bin. Ne? Natürlich nicht, aber ich habe gesagt, nee, das kann nicht das Ende von allem gewesen sein, dieses eine Scheißspiel. Ja, und dann habe ich, glaube ich, in der Saison auch 16 Tore gemacht, meine ich. Seitdem bin ich beliebt bei den Leuten. Wie ich im Fernsehen gesehen habe, die eine Frau von hier unten, die hatte sich ja damals schon verliebt, wusste ich auch nicht, bis heute, also bis gestern. Die hatte auch ihre Katzen. Die, ja, Mann, es gab auch einen Hund, der namens Lemmy hieß. Ja, es gab vieles, ja. Aber wahrscheinlich, weil ich so bin, wie ich bin. Ja, genau. Ja, also das kann ich auch von mir aus auch sagen, Herr, weil ich dich auch gesehen habe als Spieler. Ne? Und du warst schon ein Vorbild. Weil, wenn man das sagt, ist eben so, du bist gerade raus, ne? Du bist nicht so, auch nicht in dieses Stadion, gerade raus. Und, so. Und das ist eigentlich so, was auch bei den Leuten gut ankommt. Das denke ich jetzt mal. Fußball ist und bleibt eine Mannschaftssportart, wieder 5 Euro rein. Wenn ich vielleicht zu der Zeit 99 mehr Talent hatte als andere, aber die haben es ja kompensiert. Letzten Endes, ja. Und ich hatte auch mal schlechte Tage, mit Sicherheit. Ne? Aber wenn ich dann sehe, jetzt Mario Krumm zum Beispiel, der ist heute gut drauf, da versuche ich mich dran zu orientieren. Ne? Ich versuche mich selber wieder
dahin zu bringen, wo du vielleicht warst. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, gerade auch in dem Jahr hat Werner Fuchs, da sind wir wieder beim Kultmann, die Viererkette eingeführt, ja, was kein Schwein von uns kannte. Ja, und erinnere ich mich an das Spiel gegen Dortmund Amateure zu Hause. Ich glaube, wenn wir zur Halbzeit 5-0 hinten liegen, hätten wir uns nicht beschweren können. Aber der hat auch daran festgehalten. Woche für Woche, Training für Training, Woche für Woche, immer weiter. Und, ja, aber das Geilste war, das Spiel haben wir nachher 6-1 gewonnen. Und da habe ich gedacht, das ging doch gar nicht. Da haben wir 45 Minuten gebraucht, um vielleicht zu wissen, was Trainer draußen will, ne? Selbst ob wir es die ganze Woche trainiert haben, aber mega klasse, dass wir das dann noch gewonnen haben und dann, wie gesagt, von Woche zu Woche auch reingesteigert haben, was mehr hier oben hatten, mit Thomas Lasser natürlich, aber auch einen Kapitän hatten, auch kein Überfußballer, ne, wie wir alle nicht, ja, ob es ein Mike war, ein Mario war oder sonst wer, ne, aber der hat es geschafft, da so eine Gemeinschaft draus zu machen. Und die Mannschaft. Ja, die Mannschaft war der Star und das ist auch heute so und ohne die Mannschaft kann der Verein nicht leben, so einfach ist das. Und genauso hier, wir können einfacher arbeiten, haben wir unten Erfolg, dann geht Sascha und Mobi auch gut. Und Dominik und Philipp, die freuen sich über Bestellungen von weiteren VIP-Logen oder was auch immer. Wollen wir hoffen, dass wir sie zahlreich verkauft kriegen. Ja. Wir arbeiten dran. Werner Fuchs, wir kommen nicht von Ihnen los. Eine Sache würde ich gerne von dir noch wissen, und zwar, als du das Tor gemacht hast im Spiel in Erkenschwick und du bist auf die Fahne so gelaufen. Ich meine, ne, also das ist ja prägsam, das kennt jeder. Nicht geplant. Genau, ich wollte fragen, ist das so spontan einfach bei dir? Eine spontane Geschichte, ja. So war's. Mehr gibt's auch nichts zu sagen. Ich habe den Banner da gesehen, dann die Kiste gemacht und für mich war klar, wo ich hinlaufe. Klar, meine Jungs wären jetzt natürlich an erster Linie gewesen, aber wie gesagt, ich hatte nun auch schon ein inniges Verhältnis zum Werner, obwohl er mich auch selber stark gemacht hat. Ich kenn's auch schon, Nicke. Ja, ich auch. Und von daher war für mich klar. Und da war ich ja nun in den Torwart ausgekurvt, da war ich ja schon fast auf dem Weg. Ne? Und ich weiß nicht, ob meine Jungs gedacht haben, ich lasse mich jetzt da feiern oder sonst irgendwas. Für mich war klar, ich werde ihn jetzt nochmal umarmen und dann war's das. Ja, das ist eine unvergessliche Szene. Ja. Jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt habe ich noch so meine schnelle Runde noch. Das heißt, ich stelle mir schnelle Fragen und du antwortest einfach ganz aufs Geradewohl hinaus. Der Tivoli ist für mich Kultstätte. Der alte. Wir arbeiten ja daran, dass der neue vielleicht auch wieder dahin kommt, wo der alte mal war. Der größte aller Mann ist für mich Jupp Martinelli, Joe Montanes, Werner Fuchs. Lieblingsplatz in Aachen, nicht der Tivoli. Belvedere, ja. Sieht man auch im Stadion. Aber auch den alten, da war ich sehr oft. Ja? Ja. Wenn ich innere Einkehr hatte. Okay. Dann kann ich auch noch. Lieblingsspeise? Ah, Steak. Medium? Medium. Ich würde gerne mal ein Bier trinken mit der kompletten Truppe jetzt bei mir in der Bar. Aufstiegsfeier. Ja, dann ist eine Sause. Dann ist Goldschlag, glaube ich, zu klein. Ich glaube, das ist Aachen zu klein. Ja. Öscher Platt ist für mich manchmal schwer zu verstehen. Ich bin zwar ein gebürtiger Kölner, aber seit 20 Jahren jetzt schon auch mittlerweile 22 hier in Aachen, schon länger, 25 schon fast. Wir haben auch ein paar, die bei mir an der Theke so Öscher Platt reden, aber ich muss dann echt mich konzentrieren. Früher in Köln haben wir ja zu Hause, wir haben nur Platt gesprochen, Kölsch, Platt halt, ne? Und dann kommst du nach Aachen und die ersten Jahre, die haben mich ja gar nicht verstanden, so was ich wollte. Ne? So, ne? Und dann fing ich ja an, noch Hochdeutsch zu reden. Und ich gedacht, dann habe ich jetzt gelernt. Und dann kommt der Öscher Slang noch dazu. Ne? Und da muss ich mich wirklich drauf konzentrieren. Also das ist schon nicht einfach. Ja, also bei den ganz Älteren, die da sowieso haben, nicht. Das weiß man mir auch Ende. Ja. Ich werde richtig böse bei. Oh. Ganz schwierig. Eigentlich werde ich gar nicht richtig so böse. Ja, aber das ist eigentlich eher ziemlich selten. Also böse, nee, muss ich eigentlich ehrlich sagen, was mich jetzt so richtig auf die Palme bringen würde, müsste ich eigentlich, nein.
Müsste ich passen. Gut. Wofür fürchtest du dich am meisten? In Verbindung jetzt mit Alemannia, dass es weiter bergab gingen könnte, was für den Verein mit Sicherheit wahrscheinlich auch das Ende bedeuten würde. Das wäre aber nur in Klammern und ganz weit nach hinten. Ansonsten habe ich auch, wenn ich jetzt mein Auto wieder kriege, also mein Dodge und ich mit der Kleinen hier letztes Jahr in Urlaub gefahren bin, bei 50 km/h ist mir irgendwas vorne an der Lenkungsachse oder sonst irgendwas gebrochen und wir sind in der Böschung gelandet. Ist Gott sei Dank nichts passiert, außer, also uns zwei nicht, außer halt Blechschaden. Und der Wagen wird jetzt oder ist in den letzten Zügen. Und das Auto wollte ich schon seit 20 Jahren haben. Aber als ich dem letzten davor stand und er war fast fertig, hatte ich schon wieder diesen Albtraum. Ne? Also wenn ich das ja alleine gemacht hätte, dann wäre es nicht so schlimm. Aber die Kleine saß ja nun auch daneben. Wir sind mit einem riesen Schrecken davongekommen, haben auch noch 3 Wochen Urlaub miteinander verbracht. Aber es war schon hart. Und wenn ich jetzt da vielleicht die erste Fahrt wieder mitmache, davor würde ich mich fürchten, ansonsten vor nichts. Mein bester Mitspieler war oder mein Lieblingsmitspieler war? Also wo ich mich absolut blind mit verstanden habe, war Erwin van der Broek. Ja, ob es bei Freistößen schnell ausgeführte Situationen war, der wusste, was ich mache, der wusste, wie ich laufe. Kann man schon sagen, Mario Kentschke, damals vom SC Brück noch. Vater hat damals auch mal in Leverkusen tätig gewesen, ist dann nach Honnef, glaube ich, gewechselt. Wir haben zusammen in Brück gespielt, wir zwei waren auch zusammen in England, haben das Probetraining gemacht, haben auch 2 Testspiele mitgemacht, die wir auch gewonnen haben. Doch, das sind jetzt so 2, die mir so spontan einfallen. So vom Typ her kann man sich die komplette 99er-Truppe nehmen, absolut. Da gibt es auch, wie gesagt, wie der Werner immer so schön sagt, in der Zimbo, zerstöre den Zehner, holzen um und wenn du den Ball hast, gib ihm den Lemmy oder den Thomas oder wer da gerade ist. Fußball spielen ist nicht deine Art, weißt du? Aber wieder, ne, so dieses Offene und Ehrliche von dem, zu sagen immer, mach das, was du kannst. Und der Zimbo ist der absolut unangenehmste Spieler, glaube ich, den ich jemals im Training erlebt habe. Das weiß er aber auch, dafür hasse ich den ja auch wie die Pest, aber der ist mir immer hinterhergelaufen. Ich glaube, wenn ich pinkeln gegangen wäre, der wäre mir auch noch hinterhergelaufen. Aber geil. Ehrlich. In Ferien reise ich wohin? Ich habe seit Jahren einen Campingplatz in Gemmenich hier hinten in Belgien, also ganz nah. Wir haben das damals gemacht, Kinder waren noch was kleiner und dann ist man nicht so weit weg. Da habe ich jetzt einen Container neu aufgebaut, bin noch nicht ganz fertig. Fehlt noch ein bisschen was, aber in der Regel, Camping liegt uns. Die sind jetzt auch einiges am Investieren, die wollen ein neues Schwimmbad und alles bauen. Neue Pächter sind da, oder Käufer generell und ja, schauen wir mal. Richtig abschalten kann ich? Eigentlich gar nicht. 100%? Schon selbst als Zuschauer nach einem Spiel eigentlich überhaupt nicht. Ich bin viel am Denken. Viel hat mit der privaten Situation zu tun gehabt, was ich letzten Endes in den letzten 2 Jahren von der Mutter alles erfahren habe. Das geht 10 Jahre zurück, die man verheiratet war. Das hat mich als Mensch schon brutal erwischt. Dann hoffe ich in alle unser Interesse, dass die Alemannia dafür sorgt, dass das alles wieder ins Lot kommt, die Gefühlslage. Ja, das also auch, wie gesagt, seit 2 Wochen. Wir checken mal die Lage, wie und was ich jetzt hier machen soll noch. Ich gehe mal davon aus, die Gespräche, die werden jetzt auch noch geführt. Wie gesagt, ich bin mir nicht zu schade, den Mädels und Jungs da drin einen Kaffee zu machen oder die Spülmaschine einzuräumen oder dem Lutz zu helfen oder sonst irgendwas. Klar, wenn Training ist, ist Training. Dann gucke ich nach den Spielern, also Aug in Aug und gucke, mit wem, wer könnte der Nächste sein, mit dem ich mal vielleicht rede. Vielleicht muss er es haben. Jetzt im Moment sieht es ja nun gut aus, ne? 4 Spiele, 4 Siege. Da braucht man ja eigentlich keine Motivation. Ne? Also das ist Motivation genügend. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich am Wochenende 5-stellig sind hier an Zuschauern. Und das alleine schon jeder, der da unten auf dem Platz steht, da gibt es nur eins. Ne? Ich meine, Motivation ist nächste Woche, also am Samstag gegen Rödinghausen natürlich, wenn wir gewinnen, sind wir Zweiter. Ja. So einfach ist Fußball. So einfach ist Fußball.
Ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank, Lemmy, für gerne, das gerne. Schöne Interview. Auch ich hätte noch ein paar Stunden, ne? Fragen, genau, aber ja, können wir nochmal wiederholen. Ja, wir machen noch ein Alemannia 2.0 dann. Ich würde sagen, Alemannia 2.0, wenn wir dann aufgestiegen sind. Okay, ich bin ich mit einverstanden, gerne. Danke.